Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenblatt auf unserem Kanal. Und ich habe euch heute wieder einen Lego Speed Champion mitgebracht. Die 76909 ist im März 22 rausgekommen. 564 Teile für 44,99, 18 pro Stein. Hört sich erstmal gut an, aber wir haben auch richtig viele Sachen, über die wir hier reden müssen bei dem Set. Und ja, hat einen ellenlangen Namen. Es ist nämlich der Mercedes-AMG F1 W12 E-Performance. Das ist der gute hier. Und der Mercedes-AMG Project One. So sieht's aus. Genau, das hier einmal der Karton dazu. Typisches Design für einen Speed Champion. Und hinten sehen wir nochmal ein paar Aufnahmen von den echten Varianten. Ne? So, Ersatzteile haben wir auch wieder dabei. Wir haben Ersatzfelgen für den Project One. Und hier haben wir nochmal Anleitungen. Ich würde sagen, wir gehen die beide nacheinander durch. Wir haben hier einmal zwei Anleitungen für die Dinger. Die sind auch gut dick. Ne? Also ist ein 9-Plus-Set, aber wie gesagt, ihr habt hier Bauschritt für Bauschritt, Steinchen für Steinchen teilweise. Sehr, sehr easy. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem schönen Modell mal an. Mit dem Project One. Der sieht cool aus, auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall Stil, das sei auf jeden Fall gesagt. Der gefällt mir optisch richtig, richtig gut. Ich mag den ja, ich habe den an Forza Horizon 4 war, glaube ich, war 5. Auf jeden Fall, ich glaube, eins von den Forza Horizon Teilen, da war er das Titelauto und finde ich sehr, sehr cool. Ja, gefällt mir. Und das Problem bei diesem Wagen ist, ich zeige euch das jetzt einmal. Es hält sich tatsächlich noch einigermaßen in Grenzen. Das ist der Stickerbogen. Wir haben hier, jetzt muss ich kurz mal runterrechnen, das sind über 20 Sticker auf jeden Fall. Über 20 Sticker. Hier vorne der Mercedes-Stern, hinten das One drauf, die ganzen Seiten alle mit Sticker. Man kennt es ja bei Speed Champions, ne? Aber das ist schon ui. Das ist richtig übel. Im gesamten Set haben wir 56 Sticker. Das ist heftig. Ich finde das echt heftig. Also das ist ein Thema. Da bin ich ehrlich zu euch. Das finde ich krass. Also die sehen ja cool aus. Das sage ich auch gar nicht. Die sehen echt cool aus. Also das muss man schon sagen. Aber es ist teilweise wirklich böse. Das ist wirklich böse. Vor allem sind hier so Sticker drauf. Hier unten zum Beispiel, hier auf dieser kleinen Fliese, da ist ein Sticker drauf. Hier hinten, das kann man nicht mal im Licht richtig erkennen. Hier hinten sind so ganz, ganz kleine, ich weiß gar nicht, was das so Lüftungsschlitze sind hier oder was da auch eben immer angedeutet werden soll. Das sind schwarze Sticker auf schwarzem Stein. Das sieht man kaum. Da muss man schon genau hingucken. Und das sind so Sachen, wo ich mir so denke, nicht schwierig. Wir haben aber auch ein paar Prints dabei. Die Scheinwerfer hier vorne sind Prints. Und dann haben wir noch hier vorne der Kühlergrill, der AMG-Kühlergrill. Der ist auch Print. Das ist natürlich ganz schick gemacht. Und natürlich die Scheibe. Ne? Die Scheibe ist auch wie immer geprintet. Und im Innenraum haben wir dann nochmal mehr Sticker. Ja, so sieht's aus. Ja. Genau. Zu dem Set kommt natürlich noch eine Minifigur mit. Wir haben eine Mechanikerin dabei. Die kein Wendegesicht hat, das war schon mal vorweg gesagt. Die hat aber die Mütze mit dem coolen Zopf hinten raus, das ist ganz cool. Hat einen dicken Schraubenschlüssel mit dabei und einen schlichten schwarzen Helm. Genau, so sieht's aus. Vorne und hinten hat sie einen AMG-Print drauf, ne? Also typisch für so eine AMG-Mechanikerin, finde ich ganz cool. Und die Hose ist nicht wirklich bedruckt, da ist gar nichts. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch hier an den Seiten sind auch noch alles voll mit Aufklebern. Es ist gruselig. Also es ist wirklich gruselig. Also ich meine, nachher, wenn es nachher wirklich steht, das Ding, dann sieht das echt cool aus. Aber man klebt sich echt einen Wolf. Das muss man schon mal so sagen. So, das einmal zu dem AMG Project One. Das, wie gesagt, ist das schöne Modell. Jetzt kommen wir mal zum Formelwagen hier. Ich vermute mal, das ist ein Lewis Hamilton. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. AMG Petronas hinten drauf, er hat einen kompletten Rennanzug, finde ich sehr, sehr cool. Geprintete Minifigur, richtig geil. Ich habe auch noch irgendwo einen Helm hier.
Finde ich ein bisschen schade, dass das einfach nur ein schlichter schwarzer Helm ist. Da hätte ich mir gerne eine Lewis Hamilton Bedruckung gewünscht oder sowas. Dann würde das cool sein, aber wahrscheinlich kostet der Typ einfach viel zu viel Geld, um den in so ein Lego-Set reinzudrücken. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich nur angedeutet. Und ja, so sieht's aus. Genau. Das einmal zu der Minifigur. Und dann haben wir, dazu komme ich gleich nochmal, hier haben wir noch ein paar Ersatzteile. Und das hier ist dann das schnieke Modell. Sieht optisch einfach richtig toll aus, aber das ist vollgeballert bis oben hin mit Stickern. Richtig, richtig bösartig. Wir haben nämlich den Stickerbogen. So sieht der aus. Voll bis oben hin. Also ihr könnt den Stickerbogen eigentlich komplett so übers Auto legen. Und dann wisst ihr, also ist ja immer so, ne? Wisst ihr, wo die Sticker sind, aber das ist wirklich böse. Das ist wirklich böse. Das hat so ein bisschen was. Ich habe mir ja ein paar Videos zu dem großen angeguckt, zu dem großen Technikmodell. Da sind ja auch irgendwie zwei DIN A4 Seiten Sticker. Das ist im Verhältnis, kommt das schon hin. Wahnsinn. Bei der Anleitung ist ganz klar, ne? Ist ähnlich wie bei dem anderen. Und ansonsten, von unten sieht er ja auch solide aus, ne? Also der hier von unten sieht auch solide aus. Da sieht man auch ein bisschen dieses AMG-Türkis durchschimmern. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, also das ist schon okay. Wir haben coole Felgen hier. Also da sind so, das sind so, die werden auf die Reifen so draufgesetzt. Und das sind Prints. Das finde ich sehr cool. Bleibst du hier. Und da haben wir auch Pirelli dann draufstehen. Das finde ich gelungen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und genau, wie gesagt, wir haben hier sehr viele Sticker. Hier vorne Sticker, da Sticker, hier Petronas Sticker drauf. Wir haben hier oben noch einen Sticker drauf. Wir haben hier hinten, wo die 44, ne, da seine Nummer draufsteht. Wir haben hier hinten Epson draufstehen. Wir haben Petronas hier draufstehen. Wir haben hier hinten noch was drauf. Also die Folierung ist schon ganz klar. Das kommt schon an so, ne, die Folierung von so richtigen Rennwagen an. Da wird ja auch viel geklebt und gestickert. Aber das ist schon wirklich ein bisschen doll. Vor allem, manchmal wünscht man es sich, es wäre ein Prinz. Dann wird das auch cool sein. Weil ich habe das ja schon bei der... Bei den Modellen aus 22 habe ich das jetzt schon des Öfteren gehabt, dass die Sticker sich so langsam wieder ablösen. Das haben wir in der Tuning-Garage gesehen, da war das ja besonders schlimm. Und da haben wir auch hier so Sticker, so ganz kleine Sticker, die kriegt man gerade rauf. Das funktioniert auch nicht so richtig gut. Und das finde ich halt wirklich nicht schön, weil die Modelle sind wirklich geil. Die schocken, die machen echt Spaß. Und ja, ist ein bisschen schade. Und der Halo hier oben, der ist auch ein bisschen, wenn man, ich zeige euch das jetzt mal, wenn man da eine Minifigur reinsetzt, weil es soll ja eigentlich den Kopf des Fahrers schützen. Dann kann man nämlich hochnehmen, den Halo, dann setzt man den guten hier rein. Ja, und dann seht ihr das schon, der Kopf ist nicht geschützt. Der Halo müsste einfach, das müsste einfach ein bisschen höher sein, aber ich glaube, dann wird der Maßstab nicht mal so richtig gut passen. Und das ist ein bisschen schade. Und daher ist das nur ein Deko-Element. So, hier, das Lenkrad ist ein Controller, das ist auch noch ganz cool gemacht, ist aber auch nicht bedruckt. Ja, also das wäre auch, da wäre vielleicht ein Print ganz cool gewesen, dass man das nochmal da macht. Jetzt kriege ich das da nicht mehr drauf. Sowas Blödes. So, jetzt haben wir es. Jetzt ist es wieder dran. Ja, das Set ist cool. Vor allem, was ein geiles Highlight ist, man kann halt die Rennnummer von der 44 auf die 77 austauschen. Da gibt es dann Möglichkeiten. Hier oben haben wir noch einmal, das können wir hier oben mit den schwarzen weg und dann können wir das auf den gelben setzen. Hier hinten ist nochmal der Heckflügel sozusagen. Das ist ja so dieses Heckelement. Warum sind hier überall Katzenhaare unter den Stickern jetzt? Das ist ja Wahnsinn. Das können wir dann hier hinten austauschen. Da haben wir dann nochmal die 77 drauf und dann, wie gesagt, oben der gelbe Bübbel. Und dann haben wir das ausgetauscht. Also wir haben drei Teile, zwei, also da sind auch wieder drei Sticker extra mit drin. Und da können wir den Wagen nach der neuen Rennnummer verpassen. Ist ganz cool gemacht. Und dann habt ihr einen schicken Formelwagen. Ja, und das ist der, wie gesagt, der W12. Schon ein älteres Modell, aber sieht immer noch sehr schnittig und cool aus. Also optisch gefallen mir die Wagen wirklich gut. Großer Kritikpunkt sind leider wirklich diese vielen, vielen, vielen Sticker. Das ist ein Punkt. Und das finde ich sehr schade. Gerade bei Lizenzprodukten, wo wir ja, wir haben hier ja wirklich richtig viele hier oben schon im Titel. Mercedes, AMG, Petronas und dann noch Formel 1.
da verstehe ich dann nicht, warum man sich nicht mal ein bisschen die Mühe gibt und sagt so, hey, wir bedrucken jetzt mal so ein paar kleine Werbesticker, Werbesteine und bedrucken die einfach richtig schön, dass das einfach nach einem geilen Modell aussieht. Das verstehe ich nicht. Gerade der hier, das ist halt ein geiler Sportwagen, das ist einfach ein Vorstellungswerk. Das muss man einfach mal richtig gut präsentieren. Und dann ist es einfach schade. Die Bautechniken sind natürlich wieder richtig geil in dem Set. Das muss man schon sagen. Wir haben coole Bautechniken drin. Gerade hier dieses... Tschüss, Helm. Ah, gerade das hier mit dem Flügel hier. Das wird halt über so einen Technikmechanismus da so rein, kopfüber reingeklickt. Das ist ganz witzig gemacht. Auch hinten der Hintern, der sieht ja auch einfach sexy aus. Muss man ja auch einfach so sagen. Das ist schon cool gemacht alles. Aber es ist halt einfach diese Flut an Stickern. Ne? Also... Ich weiß gar nicht, ob hier Sticker doppelt sind. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob die Nummern hier doppelt sind. Ich glaube nicht. Und von daher kommen wir nachher im Endeffekt wirklich mit den beiden Stickerbögen auf 56 Sticker. Und das ist hart. Für so kleine Autos. Muss man leider so sagen. Ja. Ansonsten, ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Was haltet ihr von diesen beiden Boliden? Ich finde sie optisch, sind sie wirklich geil. Ne? Also sind ein paar kleine Schwächen mit bei. Cool sind natürlich die bedruckten Reifen hier und dann auch die Scheibe. Die hat auch fast den Ton getroffen von den Steinen dahinter. Das ist ja manchmal auch mal so ein Thema, dass der total verblasst wirkt, der Stein bzw. die Scheibe. Und das ist dann nicht so cool. Wir haben austauschbare Felgen wieder dabei, das finde ich besonders cool. Die Scheinwerfer hier vorne sind auch bedruckt, das muss man auch mal sagen. Das ist auch, war früher ja auch nicht immer so. Und das finde ich jetzt ganz gut, dass die Scheinwerfer wenigstens bedruckt sind. Selbst wenn man sagt, so, ich will die Sticker gar nicht anbringen, kann man natürlich bei dem hier gut weglassen. Das ist völlig egal. Dann hat man wenigstens hier vorne die Scheinwerfer drauf. Also immerhin. Also von daher, ja. Also da ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen, da müssen wir ein bisschen drüber gehen. Vielleicht ein bisschen diskutieren. Bleibt friedlich, wisst ihr ja. Und dann könnt ihr mal eure Meinung reinschreiben, was ihr von diesem Sticker-Wahnsinn hier haltet. Ich glaube, der Wagen wäre wirklich richtig, richtig cool gewesen, wenn man die Sticker auch als Prinz drauf hätte. Dann würde hier nicht so eine komische, krumme Seuche passieren, weil du kriegst diese Lütten-Klein-Sticker nicht gescheit gerade rauf, dass es wirklich eine coole Form gibt. Und dann hat man auch wirklich hier die Farbverläufe. Man hat, der ist unterbrochen, ne? Weil das ja über mehrere Sticker geht. Ne? Die Farbverläufe unterbrochen. Das sieht dann auch nicht mehr schön aus, muss man ehrlich mal so sagen. Es ist einfach gar nichts mehr, ne? Weil das, sonst wäre das Modell, glaube ich, richtig cool mit den Farbverläufen. Das würde mit den Steinen auch richtig gut passen, also, ja. Aber wie gesagt, ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben und dann diskutieren wir darüber mal ein bisschen. Vergesst das Abo nicht, falls ihr es nicht schon getan habt. Dann verpasst ihr auf jeden Fall kein Video mehr. Ich habe ja noch ein paar mehr Speed Champions da oben stehen, die ich euch zeigen möchte. Vor allem die McLaren Box, die ist gut. Die ist richtig gut. Da gucken wir auf jeden Fall mal rein. Genau, also in diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns zum nächsten Wochenblatt wieder und habt bis dahin eine schöne Zeit. Macht es gut, bis dann.